willkommen zu einer neuen Folge von der Dickkopf-Redaktion. Mein Name ist Joshua und ich bin heute ganz alleine hier. Naja, ganz alleine nicht, aber vor der Kamera bin ich alleine als Moderator für diese Folge. Denn ich habe auch nur einen Comic dabei, der ist nämlich so gut, dass wir gesagt haben, den packen wir in eine Folge sozusagen, dass er in Vordergrund gerät. Und zwar ist das nämlich Joe Hill, Schiff der lebenden Toten. Und zu Joe Hill haben wir jetzt schon wirklich mehrere Produktionen gemacht. Wir haben mehrere Titel vorgestellt, teilweise auch Titel aus der aktuellen Serie. Panini bringt immer mal wieder welche von ihm raus, die nicht von ihm waren, die er halt präsentiert hatte. Und jetzt kommt wieder ein Band, den hat er wirklich wieder selber geschrieben, hat er selber mitgewirkt und das merkt man wirklich auch. Ich muss wirklich sagen, Joe Hill hat wirklich eine Hand für sowas. Der hat ähnlich wie sein Vater Stephen King da wirklich ein Händchen für tolle Stories. Und ja, wer auf Klabautermann-Geschichten, auf Captain Nemo oder den fliegenden Holländer steht, der ist mit diesem Comic sehr gut aufgehoben. Denn es geht nämlich um ein Schiff, die Derlef. Die ist 1983 gesunken. Und nach längerer Suche wurde das ganze Verfahren dann auch eingestellt. Und die Ölbohrgesellschaft, die hinter dem Schiff steht, hat sich dann auch irgendwann davon abgewendet. Ja, eigentlich nichts Dramatisches. Doch aus irgendeinem Grund, 40 Jahre später, ertönt ein Notsignal genau von diesem Schiff. Und ich finde, das ist so eine typische Situation, die kennt man aus so einem Horrorfilm. Da kann nur irgendwie was Brutales, Horrorhaftes um die Ecke kommen. Und genau das passiert. Die Ölgesellschaft hat natürlich ein gewisses Interesse daran, dass die ganze Situation behoben wird. Und die wollen auch gewisse Klarheit in diesem ganzen Prozess. Ne? Hat ja auch gewisse Geldfaktoren und so. Und die wollen auch, dass gewisse Ressourcen, Papiere etc. auch geborgen werden. Und deswegen schicken sie Cage Carpenter mit seiner Mannschaft los, also ein Kapitän mit dem Schiff, die sollen da einfach mal die Lage abchecken in der Antarktis. Denn in der Antarktis wurde es dann auch gefunden. Ja, die denken sich natürlich nicht so viel dabei. Es ist halt ein Schiff, was wieder aufgetaucht ist. Gut, kann ja passieren. Wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, dass da niemand mehr ist. Also ein leichter Job mit guter Bezahlung kann man ja machen. Ja, erstmal angekommen merken sie, dass es gar nicht so leicht zu machen ist. Es entsteht ein Blutbad in der Antarktis. Auf Weiß trifft Rot, auf eine wirklich eine schmerzvolle Stille trifft wirklich ein Schrei der Gewalt und der Angst. Also für Kinder ist es aber nichts, muss man auch einfach mal so sagen an dem Punkt. Es ist halt auch vom DC Black Label, ja. Da ist ja immer ein bisschen was Härteres bei. Und ja, die Leichen sind keine wirklichen Leichen. Ist nämlich ein gewisser Wirt drin. Es hat teilweise auch ein bisschen was von Alien und so. Also es ist wirklich sehr kurios, wirklich sehr spannend. Ich finde, man hätte allein schon aus dieser Story eine ganze Serie füllen können oder einen Film machen können, weil es wirklich geil ist. Also, wie ich sagte, Joe Hill als Autor sehr gut aufgehoben. Als Zeichner haben wir den Star Stuart Immonen und insgesamt kommen wir dabei auf 172 Seiten für nur 19 Euro. Wirklich genial. Ja, und wie angekündigt, war es das heute auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dickkopf.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Dort findet ihr vieles mehr rund um uns, rund um die Dickkopf-Redaktion und jetzt würde ich mir noch gerne wünschen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn ihr uns abonnieren würdet, das wäre ja auch zum Vorteil für euch, dann seid ihr immer up to date, wenn es was Neues gibt. Ihr könnt uns aber auch gerne jederzeit einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns über jegliche Anregungen und Kritik. Dasselbe könnt ihr auch an unsere E-Mail-Adresse machen, info@dickkopf.de. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Macht's gut, ciao!